Dieses Video soll nun veranschaulichen, was die elektronische Anlage im Vergleich zu der herkömmlichen Schießtechnik ausmacht. Der Schießrhythmus und die Schießgeschwindigkeit ändern sich bei den Schützen erheblich. Auf der linken Seite sehen wir Lea. Sie schießt auf die elektronische Anlage und muss somit keine Scheiben mehr zurückholen und weiterschieben. Auf der rechten Seite steht Jana. Sie schießt auf herkömmliche Weise und ist mit viel mehr Schritten beschäftigt, was sich auf die Geschwindigkeit und ihren Rhythmus auswirkt. Lea beendet ihren 10. Schuss. In diesem Moment ist Jana gerade erst dabei, ihren 8. Schuss zu machen. Ganze 2,5 Schüsse ist sie nun schon langsamer als Lea. Bei 40 Schuss wären das ca. 10 Schüsse, somit ein Unterschied von 25%.